We are learning German. Guten Tag. Hinter der Tür. Das ist ein Besenschrank. This is a broom cup. Was ist hinter dieser Tür? What's behind this door? Geschirr. Crockery. Das ist ein Geschirrschrank. What was that word? Ein Geschirrschrank. Das ist ein Geldschrank. This is a safe. Leer. Leer. Empty. Nein. No. Ein Büchsenöffner. A tin opener. Ein Büchsenöffner. A tiny tin opener like that might spoil an enjoyable day. Suma and the young couple, Monica and Klaus, have rented a house for their holiday on the North Sea through a travel agency. Look, listen, and you will understand German. Hier ist es. Der Schlüssel passt. Gott sei Dank. Unser Haus. Für 3 Wochen. Licht? Wo ist der Schalter? Ich finde keinen Lichtschalter. Da! Ich habe einen Schalter gefunden. Warum machst du kein Licht? Ja, warum machen Sie kein Licht? Ich habe eingeschaltet, aber es geht nicht. Was machen wir ohne Licht? Eine Kerze. Ja, eine Kerze. Tja. Hier, ich habe Kerzen gefunden. Und hier eine Lampe. Schön. Es ist alles schön eingerichtet. Ah, ja, gemütlich. Die Küche. Schön. Die Küche ist praktisch eingerichtet. Leer. Alles ist leer. Alle Kästen sind leer. Keine Teller, keine Töpfe, kein Geschirr, nichts. Nichts? Nichts. Nichts. Aber wir brauchen doch Teller, Töpfe, Tassen. Ja, eine Menge Sachen. Wir müssen alles besorgen. Ja, wir müssen morgen einkaufen.
Wir schreiben eine Liste. Eine Liste? Ja, eine Liste. Empty cupboards. Well, that sort of thing can happen if you rent a house sight unseen. But that's no problem for Klaus. He dictates a list of everything Monica and Suma will have to buy in town tomorrow. So, die Liste ist fertig. Und Piep, nicht vergessen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Licht? Ja, ich habe das Licht gefunden. Wo denn? Hier. Das ist aber kein Schalter. Das ist ein Knopf. Natürlich. Dieser Knopf ist die Sicherung. Das ist doch ganz einfach. So, ganz einfach. Und warum hast du den Knopf nicht gefunden? Ein Mann? Du musst das wissen. Hast du das nicht gewusst? Gute Nacht. So lange. Wir sind fertig zum Einkaufen. Was ist in diesem Schrank? Besen. Besen? Ja. Besen. Komm. Und viel zu essen. Nicht vergessen. Zeitung und Zigaretten. Zigaretten? Ja, für Klaus. Oh. Wir haben wirklich eine Menge Sachen eingekauft. Teller? Teller? Tassen? Tassen? Töpfe? Töpfe. Und Besteck? Besteck.
Wir haben dir eine Zeitung und Zigaretten mitgebracht. Danke. Schön. Wo ist der Büchsenöffner? Weiß ich nicht. Ihr habt Konserven eingekauft und keinen Büchsenöffner mitgebracht? Büchsenöffner? Das Wort steht nicht auf der Liste. Ihr habt es nicht aufgeschrieben. Du hast es nicht gesagt. Nein, sie haben es nicht gesagt. Vielleicht in dem Schrank. Du meinst im Besenschrank? Ja. Im Besenschrank sind Besen und keine Büchsenöffner. Teller, Tassen, Töpfe, alles ist da. Klaus, das macht nichts. Wir nehmen diese Sachen mit nach Hause. Alles ist da. Nur kein Büchsenöffner. Ein Büchsenöffner. Klaus muss in die Stadt einen Büchsenöffner besorgen. Klaus? Bitte, meine Damen, zu Tisch. All's well that ends well. Now let's go over a few expressions again. Remember this. Monica and Suma are back from shopping, and Suma calls out to Klaus, "We've bought a lot of things." Listen to it in German. Wir haben eine Menge Sachen eingekauft. Now repeat the sentence slowly, first with Suma and then by yourself. Wir haben eine Menge Sachen eingekauft. And now you'll hear the sentence again and be able to read it. Wir haben eine Menge Sachen eingekauft. Remember this too. Monica and Suma have brought a newspaper and some cigarettes for Klaus. Listen how Monica tells her husband. Wir haben dir eine Zeitung und Zigaretten mitgebracht. Danke. Now repeat the sentence slowly, first with Monica and then by yourself. Wir haben dir eine Zeitung und Zigaretten mitgebracht. And now you'll hear the sentence again and be able to read it. Wir haben dir eine Zeitung und Zigaretten mitgebracht. Danke. Thank you.